Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, heute wollen wir uns den letzten Fokusstein holen. Und ihr seht, ich bin hier irgendwo im Wald unterwegs. Und wenn wir mal die Karte aufmachen, dann können wir sehen, wo ich mich befinde. Nämlich hier in diesem Stück Wald. Ja, wir müssen nördlich von uns hin. Da ist zumindest die letzte Spitze des Pentagramms auf der Fokuskarte von Satoras. Und ja, wir schauen uns einfach mal an, was wir da finden. Ich bin soweit hier hinten, denn wir haben ja auf dem Weg noch diese Orkhunde. Mit denen hatte ich mich irgendwann mal angelegt, aber ich kam nicht so richtig mit denen klar. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt besser funktioniert. So, gucken wir doch mal. Also ich denke mal, ein Feuersturm hält der nicht aus. Das ist schon mal sehr gut. Oh, das sind aber viele. Genau, brennt ja erstmal vor euch hin. Oh, den hat sogar erwischt. Cool. Ja gut, aber eigentlich sollten wir mit denen ganz gut klarkommen. Ja, man sieht's. Vor allem hier schön mit dem Zurückweichen und so. Das klappt schon. Wunderbar. Eigentlich geben die auch gar nicht so wirklich viel Erfahrung. Naja. Egal, wir kriegen Orkhundfelle und ein paar Zähne, Krallen. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was von beiden es war. Zähne. Na gut, nehmen wir mit. Tja, ansonsten haben wir hier in dem Wald ja eigentlich mehr oder weniger alles abgegrast. Also vielleicht steht irgendwo noch vereinzelt ein Scavenger rum. Oder es schwirrt so eine Blutfliege durch die Gegend. Man weiß es nicht. Aber... Ach, da sind noch Wölfe. Guckt mal einer an. Haben wir doch noch nicht alles abgegrast. Hallo! Euch, eure XP gönne ich mir natürlich auch noch. So, da hinten war doch auch noch einer, oder? Habe ich das gerade falsch gesehen? Ach, da sind Mole Rats und da sind tatsächlich noch Scavenger. Ah, interessant. Da war ich doch nicht so gründlich hier. Die XP hätte ich vielleicht mal früher brauchen können, die ganze Erfahrung, aber... Naja. Also ich denke mal, auf jeden Fall hier in diese Richtung haben wir alles geholt, denn da hinten war irgendwo der Fokusplatz mit dem Novizen... Und wir haben ja auch hier schon den Turm gesehen und sind einmal da zum Strand runtergelaufen hier. Ja, da werde ich immer noch nicht hingehen. Ich werde auch noch nicht in diesen Turm reingehen, das heben wir uns für ein anderes Mal auf. Was wir jetzt aber machen werden, ist auf jeden Fall erstmal hier die Mole Rats und Scavenger erledigen. Ich meine, das kann ja nicht angehen, dass sie hier noch rumlaufen. So... Eure gefiederten Kollegen hier drüben auch noch. Wobei, eigentlich von der Textur her sehen die gar nicht so aus, als hätten die Federn. Ich weiß, dass sie in Gothic 3 auf jeden Fall Federn haben. Das sind ja eigentlich auch große Vögel. Na, das war die falsche Taste. So. Nun gut. Dann würde ich sagen, speichere ich mal hier ab. Denn so langsam kommen wir hier in Gebiet... Oh, da sind noch Blutfliegen... in das Gebiet, wo wir hin müssen, nämlich auf die andere Seite dieser Brücke hier. Und wenn ich mich nicht irre, dann müssten da hinten noch Snapper rumlaufen. Genau. Nee, sind gar keine Snapper. Das sind Snapper. Was rede ich hier? Die habe ich nämlich auch noch nicht bekämpft. Ach, der hat mich schon gesehen. Na komm, hier, nimm so einen Feuersturm. Zwar nicht voll aufgeladen, aber naja, macht ordentlich Schaden. Genau, er verbrennt im Wasser. Oh, die können aber ganz gut schwimmen hier. Guckt euch das mal an. Eine andere ist auch tot? Was ist denn jetzt passiert? Äußerst mysteriös. Jetzt hängt der unter der Brücke fest. Ich glaub's nicht. Willst du Brückentroll spielen? Na? Komm. Dankeschön. Sehr gut. Wie viel brauchen wir eigentlich noch zum nächsten Level? Ah, 4500 noch knapp. Schauen wir doch mal. Das lässt sich bestimmt zusammenkriegen. Vor allem da unten sind noch Blutfliegen, die nehme ich auch mit. Da möchte ich vor allem mal so einen Feuersturm reinfeuern. Mal gucken, was das für einen Effekt hat. Wahrscheinlich gehen die Blutfliegen da auch nicht alle mit drauf. Aber die sind so dicht gepackt, das sieht bestimmt witzig aus. Wer weiß, vielleicht macht das trotzdem genug Schaden, um sie alle umzubringen mit einem Schlag. Dann erspare ich mir so ein bisschen Arbeit hier. So, welche ist denn mittig? Die ist ungefähr mittig. Na komm.
Oh, sehr schön. Mit dem Ergebnis habe ich gerechnet. Also auf das hatte ich gehofft. Coole Sache. Ich hoffe, wir haben jetzt trotzdem für die alle Erfahrung bekommen. Da stand ja nur einmal 70. Aber wird schon gepasst haben. So, alles klar. Dann wollen wir doch mal die Reise über die Brücke wagen. Ich möchte jetzt nicht hier den Fluss runterschwimmen. Dann landen wir irgendwo da unten im Meer und da ist eigentlich gar nichts. Da ist nichts weiter. Nee. Ich kann mich zumindest an nichts erinnern. Ich wette, ich bin da schon mal irgendwann runtergeschwommen. Wir können es ja nachher auch mal machen, wenn ich dran denke. So, oder oben sehe ich jemanden kämpfen. Schauen wir doch mal, ob wir dem helfen können. Vor allem, bevor der unsere ganze Erfahrung hier einsackt. Ja, okay, ist es schon zu spät. Hallo Gorn, na, wie geht's dir? Hallo, Neuer. Wie du siehst, ist die Kolonie ein kleiner Ort. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Tja, erst Milton, dann Nesta, dann Diego, jetzt Gorn. Es hat schon was, ja. Ist wirklich ein kleiner Ort. Was führt dich denn hierher? Oh, ich versuche einer alten Legende auf die Spur zu kommen. Eine Legende? Ja, Milton, mein Kumpel aus dem alten Lager, hat mir erzählt, dass hier einst Mönche lebten. Das war natürlich lange, bevor es die Barriere gab. Sie sollen einem Gott gehuldigt haben, der seinen Anhängern die Macht gab, sich in Tiere zu verwandeln. Bestimmt gibt es hier noch Schätze aus der alten Zeit. Was führt dich hierher? Das klingt spannend. Ich suche einen magischen Fokus. Er muss irgendwo in dieser Gegend sein. Was du suchst, befindet sich vielleicht innerhalb der Klosterruinen, dort jenseits der Schlucht. Wir können unseren Weg gemeinsam fortsetzen. Gute Idee. Hier wimmelt es nur so von Snappern. Einzeln sind sie für einen geübten Kämpfer zwar kein Problem, aber sie jagen meistens in Rudeln. So ein Rudel kann auch den gewieftesten Schwertmeister in Fetzen reißen. Ja, das haben wir schon Wir gehen also festgestellt. zusammen. Okay. Doch bevor wir über diesen Baumstamm balancieren, möchte ich die Schlucht darunter erforschen. Ich habe gerne einen freien Rücken. Komm mit. Ich habe einen Weg entdeckt, der uns dorthin führt. Na, dann machen wir das doch mal. Da unten sind zwar noch Warane. Ich weiß jetzt nicht, ob Gorn die angreift. Ah, er macht es tatsächlich gut. Dann hol uns mal hier die XP. Wo wir können mal eben da oben die Snapper looten, fällt mir gerade auf. Ich meine, die hat er zwar umgebracht und die Erfahrung dafür eingesackt, aber können immer noch das Erz daraus nehmen. So. Ja, da wir jetzt quasi im Team sind, kriegen wir die Erfahrung, die Gorn sammelt. Also alles kein Problem hier. Das war doch schön. Na Gorn, du kannst ruhig weiterlaufen. Ich bin direkt hinter dir. Musst dir hier überhaupt keine Gedanken machen. Vielleicht helfe ich dir auch, wenn es hart auf hart kommt. Ja, wenn so ein Rudel-Snapper kommt, dann machen wir da gemeinsame Sache. Dann jage ich da so einen Feuerball rein und alles ist gut. Kannst mir vertrauen, keine Sorge. Ich werde auch nicht dich treffen. Nein. Ist da nur ein Feuersturm, aber mach dir mal keine Gedanken. Das wird schon. Oh, dann sind ja tatsächlich Snapper. Aber nur zwei. Das ist okay. Ach, guckt euch das mal an. Er schlägt zweimal zu. Und der Snapper ist tot. Na gut, er hat auch eine zweihändige Axt. Das macht natürlich ordentlich Schaden. Aber so ein bisschen neidisch bin ich da schon drauf. Tja, naja, aber als Magier können wir halt in puncto Nahkampf nicht so sehr punkten. In puncto Nahkampf können wir nicht punkten, ja. Ist auch ein toller Satz hier. Wir können nicht glänzen. Das ist vielleicht dann eine bessere Formulierung in dem Zusammenhang. So, Gorn, dann kommst du doch mit denen auch bestimmt klar, oder? Na, ich helfe dir mal hier. Ich brauche immerhin nur drei Schläge. Das ist ja auch okay. Wenn wir noch ein bisschen Stärke leveln, irgendwie so 5 Punkte oder so, dann können wir sicherlich auch mit 2 Schlägen sie kaputt machen. Aber ich meine, er macht ja so viel Schaden, er braucht fast nur einen Das Schlag. nenne ich Glück. Hier scheint eine Vorratshöhle gewesen zu sein. Übernimm du jetzt die Führung. Ich wollte nur sicherstellen, dass bei unserer Rückkehr hier keine Überraschung auf uns wartet. Alles klar, gehe ich hin. Wenn das so eine Vorratshöhle ist, haben wir da vielleicht noch irgendwas Schönes drin? Erstmal so ein Mana-Trank, den nehme ich gerne mit. Ach, die ist offen. Okay. Und ein bisschen Erz. Was haben wir da? Schlüssel. Dieser Schlüssel stammt aus einer Höhle vor der Klosterruine. Das ist interessant. Und 2 Spruchrollen, Verwandlung, Fleischwanze. Das nehmen wir doch alles gerne mit. So. Dann gehen wir mal wieder zurück und versuchen, über diesen Baumstamm rüberzukommen. Ich glaube, den habe ich euch noch gar nicht richtig gezeigt. Aber wie Gorn schon richtig angemerkt hat, wir müssen halt irgendwie hier über diese Schlucht rüberkommen. Und man sieht ihn schon da oben. Das ist der einzige Weg. Tja.
Müssen wir mal gucken, dass wir das richtig hinbekommen. Weil vor allem die NPCs haben immer so die Angewohnheit, sich hier in diese Schlucht zu stürzen. Das ist nicht so witzig. Naja, werden wir gleich sehen. Ich speichere vorher nochmal, dann ist das auch alles kein Problem. Gordon, bist du noch da? Jawohl. Aber bevor wir da reingehen, möchte ich doch erstmal noch hier am Strand lang gucken. Vor allem frage ich mich, bis wohin mir Gorn folgen würde. Also ob ich jetzt theoretisch Gorn mitnehmen, also ob ich theoretisch hier zuerst hingehen könnte, so lange spielen, bis ich Gorn mitnehmen kann und dann einfach mit ihm die anderswo an... Boah. Ja, genau, reden kann ich jetzt auch nicht mehr. Mit ihm dann die anderen Fokussteine mitnehmen oder holen oder wie auch immer, dass wir dann irgendwie jeweils in Dreierteams sind. Das wäre witzig. Also es wäre nicht notwendig, aber es wäre definitiv witzig. So. Ja, da laufen sie schon rum, die Mistviecher. Das Problem ist, wie gesagt, wenn ich da jetzt so einen Feuersturm reinjage, dann stürzen die sich einfach in die Schlucht. Deswegen versuche ich mal hier so rüber zu kommen und mich mit denen im Nahkampf anzulegen. Gorn, bist du da? Bist du runtergefallen? Ah! Oh Gott, ich falle gleich selber runter hier. Na? Mach Sitz, Rava-Snapper. Oh, ja, das war's. Hilfe! Ja, Gorn ist tatsächlich irgendwie runtergefallen. Das ist nicht gut. Na, vielleicht kriegen wir es noch hin. Oh, das ist ja noch einer. Na komm. Ah, der letzte hat uns noch erwischt. Unglaublich. So ein Mist. So ein Mist hier. Fast hätten wir es geschafft. Und das vor allem ohne Hilfe von Gorn. Na Gorn, komm mal her. Wir positionieren uns mal ein bisschen anders. Vielleicht schaffst du es ja jetzt mit rüber zu kommen. Na, bist du da? Warte, bleib einfach stehen. So. Ja, Gorn, komm mal mit rüber. Sehr schön. Jetzt hilf mir mal so ein bisschen. Genau, kümmere dich mal um die. Sehr schön. Das nenne ich Teamwork. Du machst den ersten Schlag, ich den zweiten. Das finde ich sehr gut. Oh, das funktioniert wunderbar hier. Komm, jetzt mache ich mal den... Ich wollte sagen, ich mache mal den ersten. Hier, jetzt hast du... Kannst du den finalen Schlag setzen? Sehr schön. Oh, das lief doch schon viel besser. Willst du nicht immer mit uns rumlaufen, Gorn? Ich meine, solange wir die Erfahrung dafür bekommen, ist das hier echt super. Oh, und vor allem das ganze Erz, das wir hier aus den Snappern rausziehen. Sehr schön. Falls wir uns nochmal irgendwas Großes kaufen müssen, irgendwie eine neue Waffe oder so, oder vielleicht noch eine neue Robe, falls irgendwie sich noch eine anbietet. Was haben wir denn hier? Hier haben wir schon wieder solche Ork-Statuen. Die hatten wir doch in diesem einen kleinen Tal mal gesehen. Dort oben ist eine Art Plattform. Aber es scheint zu hoch zu sein, um zu klettern. Wir müssen einen anderen Weg finden. Okay, da oben. Ich kann es von hier aus... Ach da, man sieht die Zacken ganz leicht. Ja, ist ein bisschen doof, grau vor grau im Hintergrund. Aber da oben scheint der Fokusplatz zu sein. Sieht zumindest so ähnlich aus. Na gut. Müssen wir nur noch einen Weg dahin finden, wie Gorn das schon richtig gesagt hat. Okay, hier scheint erstmal nichts weiter zu sein. Dann gehen wir mal auf der anderen Seite rum und gucken uns an, ob wir da noch irgendwas Schönes finden. Hier hat man auch einen schönen Blick auf den Turm da hinten. Da unten ist der Strand, da wo die Feuerwarane rumliefen. Ich sollte mal speichern, bevor ich jetzt hier irgendwie runterfalle. Gorn, du bist hinter mir? Jawohl. Dann können wir uns aber eigentlich auch mal hier runterstürzen. Einfach mal so gucken, wie das aussieht. Bauchklatscher! Yay! Oh, das war schön. Aber ihr seht, hier ist echt nichts. Und wenn wir zu weit rausschwimmen, dann erwischt uns halt die Barriere und wir gehen drauf. Außer vielleicht hier hinten. Ach, Gorn ist auch mit uns hier runtergesprungen. Na klar. Egal. Ich bin mir sicher, dass da hinten nichts ist, aber ich möchte es mir jetzt trotzdem einmal anschauen. Ich bin da ein bisschen neugierig. Funktioniert das eigentlich? Nee, ich kann das Inventar nicht öffnen. Ich wollte jetzt schauen, ob ich mit so einem Geschwindigkeitstrank auch schneller schwimmen kann. Das wäre irgendwie interessant zu wissen. Also hier scheint ja so eine kleine Bucht zu sein. Die schaue ich mir noch an. Ob da irgendwas ist.
kann es nicht so richtig einsehen von hier aus. Ja, das scheint nicht zu sein. Na gut. Aber dafür habe ich ja gespeichert. Okay. Dann gucken wir uns doch das hier mal an. Ah, da haben wir Fleischschwanzen. Da könnte ich eigentlich mal wieder den Feuerpfeil rausholen, oder nicht? Ich meine, das lohnt sich doch nicht. Bäm! Oh, ich treffe nichts. Ich treffe sie nicht. Ja, dann halt nicht. Dann müssen wir da im Nahkampf ran. Oder wir hören erstmal Gorn zu. Dieses verfluchte Tor. Man erzählt sich, dass bisher kein Mensch in der Kolonie es öffnen konnte. Die kleinen Biester da drüben scheinen die einzigen zu sein, die es geschafft haben, in den Innenhof zu gelangen. Aha, interessant. Die Fleischschwanzen. Ja, man sieht, da ist so ein kleines Tor. Und wir haben ja Spruchrollen gefunden, nicht wahr? So, Verwandlung in Fleischschwanzen-Spruchrollen. Vielleicht sollten wir das da mal ausprobieren. Wie geht es nun weiter? Du musst einen Weg finden, auf die andere Seite des Tors zu gelangen. Okay. Auf in den Kampf! Ja, nix Kampf. Wir müssen erstmal hier durch. Aber gut, dann probieren wir das doch mal aus. Magie, ja. Wo haben wir es denn? Verwandlung Fleischschwanze. Mana kosten 5. Ja, dann verwandeln wir uns mal in eins von diesen Biestern hier. So sieht das aus. Yay! Ja, jetzt können wir hier als Fleischschwanze rumlaufen. Hallo Gorn, na? Krabbeln wir dir mal über die Füße hier. Können wir eigentlich direkt durch das Tor hier durchklettern? Nee, das geht nicht. Sieht eigentlich so aus. Ich meine, durch so große Löcher müssten wir eigentlich durchkommen können als Fleischschwanze. Aber naja, egal. Wir haben ja hier ein Loch in der Mauer. Und da schaffen wir das schon. So, können wir auch direkt mal gucken. Ah, da hinten sind Snapper. Denen sollten wir uns nicht nähern. Denn ich glaube, als Fleischschwanze... Wobei, greifen die uns an? Ich bin mir nicht sicher. Oh, und da haben wir auch schon eine Winde. Die dürfte dann vermutlich das Tor hier öffnen. Na gut, jetzt ist halt die Frage, wie verwandeln wir uns zurück? Und das ist durchaus ein Problem, was viele Spieler in Gothic hatten. Denn man ist einmal verwandelt und dann ist die Frage, ja, wie verwandelt man sich zurück? Und es ist eigentlich ganz einfach, man muss auf Enter drücken. Aber das erzählt einem halt keiner. Und dann ist man meistens in dieser Form gefangen, egal in welche Tierart man sich verwandelt. Also es gibt noch mehr Verwandlungsspruchrollen. Und ja, ist ein bisschen doof. So, Gorn. Sesam, öffne dich. Na, beeindruckt? Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Ja, kannst du mal sehen. Weiter geht's. Genau, lass uns mal hier... Ich speichere mal wieder. Lass uns mal hier die... Jetzt will ich schon Raptoren sagen, die Snapper angreifen. Hallo. Gorn? Kümmere dich mal drum. Also ich finde das hier mit unserem Teamwork, das klappt echt spitze. Wir sollten es wirklich öfter machen, Gorn. Ja, ich weiß, dass ich diese Worte später herunterschlucken werde. Dieses, wir sollten das öfter machen, Gorn. Aber wenn es soweit ist, dann... Also, dass ich das bereuen werde, diese Worte. Ich werde euch dann mal darauf hinweisen. Es wird noch ein bisschen dauern. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh ja. So. Oh, die haben aber ein bisschen... Haben mir ein bisschen mehr zugesetzt diesmal. Eigentlich müsste ich immer die Extrakte mehr aufbrauchen. Da habe ich so viele von. So. Also, wir haben schon gesehen Fokusplatz müssen wir wahrscheinlich da hinten hin. Aber ich möchte mir erstmal hier das angucken. Denn wir haben hier noch mehr Snapper. Und solange wir Gorn dabei haben, wollen wir das mal ausnutzen. Und machen die so ein bisschen mit Gorn platt hier. Oh, da liegt ein Heiltrank. Sehr gut. Den darf ich nicht verpassen. Au. Na Gorn, geh mal nach vorne. Oh ja, Level up. Sehr schön. Danke, Gorn, du bist uns wirklich eine große, große Hilfe. Na, so. Ah ja, der Trank, genau. Da hat sich einfach mal so ein Snapper draufgelegt. Ich nehme an, das war ein ganz normaler Heiltrank. Ja, schade.
Ja, so ein permanenter Trank, der uns die Lebensenergie erhöht, die maximale, das wäre schon was. Aber die sind halt sehr selten. Wer hätte das gedacht, ja? Nachtschatten, Mondschatten, Nachtschatten. Nehmen wir alles mit. So, Hallöchen. Hier hat sich wohl ein Schattenläufer sein Nest gemacht. Na? Wie geht's dir? Warum bist du denn wach? Warum schläfst du nicht? Es ist doch Tag. Ihr seid doch eigentlich nachtaktiv. Oh, Gott sei Dank macht der Feuersturm bei dem so viel Schaden. Oh, ihr habt gesehen, wie viel alleine das bisschen uns jetzt abgezogen hat. Also die Schattenläufer sind wirklich nicht zu unterschätzen. Es ist gut, dass die nur Einzelgänger sind. Was haben wir denn hier? Hallo? Eine Bibliothek? Aha. Ein Alchemietisch. Haben wir denn hier irgendwas Interessantes in den Truhen? Verwandlung Mole Red. Oh, und da ist sogar der Fokusstein. Oh. Dann wurde der wohl hierhin verlegt. Interessant. Das wusste ich gar nicht mehr. Gut, ich denke mal nicht, dass wir uns in eine Mole Red verwandeln werden. Irgendwie müssen wir jetzt mit Gorn reden, aber Gorn ist weg. Das hat sich irgendwie weggeglitscht. Na toll. Und ich kann auch nicht mehr auf Escape drücken. Was ist jetzt kaputt? Na toll. Ich glaube, ich muss mal eben die Aufnahme abbrechen, das Spiel neu starten. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt allerdings wieder hier draußen. Ich möchte mir nämlich erstmal mit Gorn den Fokusplatz angucken. Vielleicht müssen wir uns das ja erstmal anschauen und gucken, dass da nichts ist, bevor wir irgendwie die andere Sequenz aktivieren. Ich weiß es nicht genau, irgendwie ist es halt gerade kaputt gegangen. Als ich das Spiel beenden wollte, habe ich auch erstmal eine Access Violation bekommen. Also alles super hier. Sieht aus wie ein Podest für irgendetwas. Vielleicht lag hier mal das Artefakt, das du suchst. Davon gehe ich aus. Tja, aber das ist schon spannend. Ich meine, das ist dann ja ein Platz, wo ein Magier stand. Und diese Klosterruine hier war verlassen, noch bevor es die Barriere gab. Ja, und dann wurde die Barriere ja erschaffen. Das heißt, der Magier, der hier stand, muss ja irgendwie auch in das Kloster reingekommen sein. Das ist schon irgendwie mysteriös. Naja, so, schauen wir uns jetzt mal wirklich hier unten nochmal um. Also, was in der Höhle drin ist, wissen wir jetzt schon. Da ist ja ein Snapper. Also, ein Snapper ist gut. Ein Schattenläufer und mehrere Snapper. Aber ich habe mich hier hinten noch nicht umgeguckt. Hier ist ja noch so ein, ja, so Überreste eines Turms. Und da hinten geht's hoch, habe ich gerade gesehen. Da werde ich aber noch nicht hochklettern. Hochklettern. Ach. Oh, von hier hat man auch einen schönen Ausblick. Ja, wenn jetzt irgendwie die NPCs und so noch von weiter weg gerendert werden würden, dann könnten wir hier die Feuerwarane sehen. So, hier haben wir absolut nichts. Da war wohl mal eine Leiter, aber die existiert nicht mehr. Nun gut, dann legen wir uns doch nochmal mit den Snappern an. Die sind ja da hinten. Genau, da können wir hochklettern. Das möchte ich jetzt aber nicht machen, solange Gorn bei uns ist. Stattdessen gucken wir jetzt einfach mal hier. Na, kommt her. Ich habe hier so einen Freund, der möchte euch kennenlernen, der irgendwie noch viel zu weit weg ist. Hilfe! Gorn! Rette mich! Alles muss man selber machen hier. So. Wie, du steckst deine... Da kommen noch mehr an! Kümmer dich mal drum, bitte. Ah, jetzt greife ich hier Gorn noch aus Versehen an. Das will ich natürlich auch nicht. So, wunderbar. Dann speichere ich gleich nochmal, bevor ich... Achso, den habe ich schon ausgenommen. Bevor ich den Fokusstein aus der Kiste hole. Nicht, dass wir den Bug nochmal haben. Das wäre irgendwie ein bisschen unschön. Aber eigentlich, da wir jetzt beim Fokusplatz waren, müsste sich das eigentlich aufgeklärt haben. Naja, egal. Werden wir dann ja sehen. So, erstmal wieder das ganze Zeug einsammeln. Ich meine, wir sind ja der Held des Spiels. Wir haben definitiv nichts Besseres zu tun. Aber gut, man muss ja auch irgendwie überleben hier in der Kolonie. Und es ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie über 200 Keulen gebratenes Fleisch mit uns mit. 286, fast 300. Nein, nein.
irgendwie muss man überleben. Also Beeren sammeln und Kräuter sammeln und Schattenläufer angreifen. Schattenläufer angreifen ist eigentlich eine schlechte Idee. Naja. So. Dann kann ich jetzt auch mal die andere Truhe zuerst aufmachen und schauen, was da drin ist. So, Gorm, noch bist du da, nicht wahr? Ja, du bleibst da draußen stehen, okay. Ich speichere trotzdem mal. So, was sind wir hier drin? Verwandlung Wolf und Verwandlung Scavenger. Hm, das ist spannend. Das sind aber auch eigentlich zwei Tiere, die ich mich eher nicht verwandeln möchte, weil sie halt nicht besonders stark sind. Genau wie die Mole Rat. Ja, komm, lass mich erstmal alles mitnehmen. Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja. Ja, ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen. Sie brauchen ihn. Ich werde dich noch etwas begleiten. Alles klar. Dann lag das wohl tatsächlich daran, dass wir den anderen Dialog noch nicht hatten. Gut. Ich möchte erstmal mich noch ein bisschen heilen hier. Und mir doch schon ein bisschen was aufs Maul bekommen. Ach, jetzt habe ich einen 50er Magietrank getrunken. Naja, ist nicht so schlimm. Wir haben ja genug davon. So, dann können wir jetzt einfach hier rausgehen. Ja, ohne Probleme. Theoretisch könnten wir jetzt sogar schon die Teleport-Spruchrolle benutzen. Gordon, kommst du mit? Der mag irgendwie die Tür nicht so richtig. Na gut, dann gehen wir trotzdem mal weiter. Ich meine, was soll jetzt schon noch passieren? Gordon, kommst du? Der kommt einfach nicht. Es ist unglaublich. Gordon? Naja. Wird schon schief gehen. Der kommt wirklich bestimmt... Ja, reden ist heute wirklich nicht meine Spezialität. Der kommt gleich bestimmt hinterher. So, was haben wir denn hier? Ach, hallo. Na, das ist eine Sache. Ein Troll. Das ist schlecht. Wir haben nämlich keine Monsterschrumpfenspruchrolle mehr. Aber es ist ein junger Troll. Oh Gott. Der uns erstmal ordentlich hier weghaut. Aber Gorn ist nicht da. Das ist... Gorn! Können wir es mit dir aufnehmen? Ja. Da es nur ein junger Troll ist, hat er noch nicht diese starke Haut. Das heißt, wir können ihn theoretisch verletzen, aber... Ja, er haut uns trotzdem ziemlich leicht um. So, Gorn hier. Was ist denn jetzt? So, den Fokus haben wir, ne? Oder haben wir den Fokus? Ja. Fokus aus der Klosterruine. Okay. Dann... Jetzt ist die Tür wieder zu. So, Gorn, komm mal erstmal hier raus, bitte. Wunderbar. Geht doch. So. Oh, ich sollte vielleicht dann wieder die Heiltränke trinken. Ach, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass ich den großen Mana-Trank getrunken habe. Kann ich nochmal so eine Essenz zu mir nehmen? Da müsste ich demnächst wahrscheinlich mal welche nachkaufen, so wie es aussieht. Naja. Ich meine, wir haben ja das Erz dafür. Gorn, bist du noch da? Ja, der hängt sich hier fest. Naja. Kommst du? Wunderbar. Tja, da ist ein Troll. Was sagst du dazu, Gorn? Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Wie auch immer, wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Ja dann, auf ins Getümmel, würde ich mal sagen. Du von vorne, ich von hinten. Oder ich lenke ihn ab, du greifst an. Gorn. Gorn, greifst du den mal bitte an? Danke. Oh ja, jetzt ist er auf dich fokussiert. Jetzt kann ich hier... Ich mache aber auch kaum Schaden an dem. Ich glaube, das eine, was ich an Schaden gemacht habe, war nur ein kritischer Treffer. Krass. Also der hält ordentlich was aus. Aber Gott sei Dank haben wir Gorn dabei. 1000 Erfahrung. Ja, ohne Gorn wäre das hier schlimm ausgegangen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war... Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. Tja, sind wir aber schon. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. Alles klar, Gorn. Mach das mal.
Wir nehmen dann das Trollfell mit, wenn es genehm ist. Und speichern das mal ab. Das ist schon heftig, was die aushalten. Vielleicht kommt man mit Magie besser gegen die Viecher an, aber na, ich weiß es nicht. So, dann wollen wir doch mal noch gucken, was wir hier oben finden, bevor wir zurück zu den Wassermagiern gehen. So, erstmal so eine kleine Kletterpartie hier. Das erinnert so ein bisschen an den Anfang vom Spiel, als wir da abseits vom Weg hochgeklettert sind und den Goblin besiegt haben, falls ihr euch noch daran erinnert. Ich glaube, das müsste in der allerersten Folge gewesen sein. Tja. So. Was haben wir denn hier oben? Wir haben nichts. Tja, da hinten ist eine Truhe, wie wir es sehen können. Aber dieser Abgrund hier ist zu breit, als dass wir rüberspringen könnten. Ich glaube, also man kann irgendwo in der Kolonie Akrobatik lernen. Ich glaube, dann klappt es tatsächlich, darüber zu springen. Und wir können diese Säule anvisieren, ja. Und können da theoretisch was mitmachen. Aber irgendwie will das gerade nicht. Ich meine, so der erste Gedanke wäre ja, dass man diese Säule hier über den Abgrund rüberkippt, ja. Aber irgendwie will das gerade nicht. Das ist sowieso alles ein bisschen verbuggt hier. Ich glaube, da müssen wir später nochmal wiederkommen. Nee, der will gerade nicht. Irgendwie ist ihm das gerade nicht zuwider. Oder es ist ihm zuwider. Hier so rum. Ja, okay. Keine Ahnung, es funktioniert irgendwie nicht. Und hier der Sprung, ihr seht, das funktioniert einfach nicht. Wir stürzen in unseren Tod. Na gut, merken wir uns das mal und gucken mal, ob wir später noch eine Möglichkeit finden, darüber zu kommen. Ich würde sagen, wir rüsten jetzt erstmal hier den Teleport aus zu den Wassermagiern. Wir haben da ja noch eine Spruchrolle übrig und liefern den letzten Fokus ab. So, das Verwandlung in Fleischschwänze brauchen wir eigentlich gerade nicht mehr. Hallo Saturas, na? Ich habe hier was für dich. Magie zu Ehren. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorm der Söldner war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Cool. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Ja, ich würde... Würdest du in einem Stück zurückkehren? Ich würde sagen... Ach komm, das machen wir noch. Wir reden jetzt mit ihm über die Sprengung des Erzhaufens, bevor wir die Folge beenden. Magie zu Ehren. Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen. Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt, um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Tja. Naja, wir sind jetzt selber Feuermagier, also vielleicht wird das gar nicht so schwierig. Nun gut, ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann
gibt es nur noch einen. Einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier, nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. Hm. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Ja, Kapitel 4, Xardas. Wir haben tatsächlich Kapitel 3 endlich abgeschlossen. Tja, jetzt müssen wir natürlich noch die Feuermage überzeugen. Das kann ja sicherlich auch noch ein gutes Stück Arbeit werden hier. Naja, aber wie das so ausgeht und was wir da noch alles tun werden müssen, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich nehme jetzt schon wieder lang genug auf. Deswegen speichere ich hier nochmal. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut.